Hallo! Na, wie geht's? Willkommen zu diesem neuen Vlog, das wie ein Making-of zum furiosen Finale unserer Live-Videoreihe zum Album Pure Desmond Plays James Bond Songs daherkommt. Und wir legen auch gleich los. Aller Anfang war wie fast immer bei uns in, na, erraten, Hannover. Beim Proben und Arrangieren in der Petrikirche in Krefeld, wo wir dankenswerterweise erneut 3 Tage lang schalten und walten durften, solange wir wollten, um die Musik für unser neues Album zu entwickeln. Aber ich kann es einfach nicht lassen, diesen Szenenklassiker aus meinen Vlogs noch einmal zu bringen. Ein langer Tag geht zu Ende, aber ein sehr guter. Die 9 Stücke werden gut. Es wird cool. Aber erstmal heißt es wieder Riding into the Sunrise. Und was für ein Wetter hier ist, mein Lieber. Ist so gut, ja? Noch ja. The mountainside of Switzerland. Wir sind nämlich auf das Schildhorn gefahren, einen Originalschauplatz von 007 im Geheimdienst Ihrer Majestät im Kanton Bern. Einfach da vorne irgendwo, oder? Ja, irgendwo auf unserem Parkplatz halt. Und auf den Berg hinauf ging es dann nicht mit einer Seite an. Jetzt geht's auf, Sie. Paar Meter. Was beruhigend ist, mit der hier können wir etwa maximal bis 5000 Kilo transportieren. Jetzt haben wir ungefähr 3000. Sondern mit 3. Zweimal? Okay. 2970 ist die Bergstation. Okay. Das sind ja fast 3. Und wir hatten echt unterschätzt, wie sich so eine Höhe, also der Effekt dieser Höhenmeter, auswirkt auf das Spielen oder das sich bewegen, das Instrumente transportieren und so weiter. Also wenn man ein paar Schritte macht, dann kommt man sofort außer Atem. Und ich als Bläser merke das natürlich auch sofort, wenn ich einen langen Ton spielen soll oder so. Also das war auf jeden Fall eine Grenzerfahrung für Mensch und Material. Ich spiele ja bei Pure Desmond immer V16 3,5 von Van Doorn als Blätter. Und die haben echt ein anderes Schwingungsverhältnis gehabt. Oder es war anders, sie zum Schwingen zu bringen. Ich musste mich da echt umstellen. Es war auch schwerer, einen langen Ton zu halten, weil ich einfach nicht so viel Luft gekriegt habe. Oder überhaupt die ganze, also das, die Kraft ist irgendwie anders, die man hat. Aber ich muss sagen, die Blätter haben diesen sozusagen Testfall unter Extrembedingungen problemlos überstanden. Aber erstmal nochmal zurück in die Seilbahn. Genießt mit mir diesen fantastischen Ausblick. Kommt da uns weit, so kleine Seen. Nur fliegen ist schöner. Ist
Das Piz Gloria ist ein Bergrestaurant mit 360 Grad Panorama-Ausblick. Es kann sich sogar drehen. Wir konnten diese Funktion sogar benutzen, um das Set zu verschieben, sodass es im perfekten Licht steht. Das war krass. Also man drückt auf den Knopf und das dauert eine Dreiviertelstunde und dann geht das einmal rum, der äußere Ring. Was auch echt bemerkenswert ist, wenn man das öfters macht, wenn man dann so ein bisschen die Orientierung verliert, wo waren nochmal alle? Also das war ein bisschen seltsam, wenn man irgendwas irgendwo hingelegt hatte und dazwischen hatte sich dann aber die ganze Plattform gedreht, dann wusste man echt nicht mehr, wo man jetzt die Blätter zum Beispiel oder so, wo habe ich das jetzt hingelegt. Das war echt lustig, das ging irgendwie ein so. Jetzt sind wir hier also wirklich in einer Original 007 Bond Location, um diesen Film zu machen. Leute, es ist echt unglaublich. Hier ist die berühmte Wand. An der es zu diesen Szenen kam. Da kommt sie jetzt. Natürlich haben wir dann bis in die Dämmerung und im Morgengrauen nicht nur vor den Panoramafenstern. Sondern auch in diesem Set gespielt, vor dem goldenen Gitter. Zwei der Videos, die wir gestern aufgenommen haben, werden auf dem Fernsehsender Arte TV erscheinen, und zwar in der Reihe Late Summer Jazz. Am Freitag, dem 9.10. soll unsere Folge kommen, bevor sie dann hier auf dem YouTube-Kanal zu sehen sein werden. Dafür haben wir auch zwei Moderationen von mir aufgenommen. Eine davon draußen mit der Unterstützung einer Flugdrohne. Das war auch eine einzigartige und sehr kalte Erfahrung. Wir durften die ganze Nacht im Piz Gloria verbringen und arbeiten so lange wir wollten. Ganz unter uns. Oder? Ich bin an einem unglaublichen Ort. Quasi zu Hause bei James Bond. Vorsicht! Ah! Noch ein kleines Abschiedsfoto mit George Lazenby. Und dann wieder hinunter mit der Seilbahn, wo mittlerweile ein ganz anderes Wetter herrscht. Alter. Schaut's da vorne raus bei der Leute. Und auf dem Boden ging's dann wieder weiter in die norddeutsche Steppe. Und damit bleibt mir nur noch, euch einzuladen zu unserem letzten Video aus dem Frachtraum der Militärmaschine, das morgen am Donnerstag, dem 1. Oktober erscheint. Wie immer hier auf unserem YouTube-Kanal. Um 20.30 Uhr ist Premiere. Es ist übrigens mein Lieblingsvideo, You Only Live Twice. Also ein wunderschöner Song. Sehr schön arrangiert wieder, wie ich finde, von Johann. Und ja, schaltet ein und schaut mit mir diese Premiere. Kann man chatten daneben und so. Kann man ein bisschen was dazu kommentieren, wenn man möchte. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf das neue Video. Das ist auch noch ein echter Knaller, finde ich. Einen Link dazu findet ihr unten hier in dieser Videobeschreibung oder ich blende ihn auch nochmal hier oben ein. Na und dann gibt es natürlich noch bald die Videos vom Piz Gloria am Freitag, dem 9.10. auf Arte, voraussichtlich. Kann sich noch ändern.
Tagesaktuell werden wir euch das aber auf jeden Fall wissen lassen. Entweder indem ihr unseren Newsletter abonniert unter info@puredesmond.com oder indem ihr uns auf Facebook folgt oder bei Instagram. Bei Social Media sind wir mittlerweile auch schon vertreten. Ne? Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Abonnement. Hier klicken bitte, Glocke drücken. Da habt ihr am meisten davon. Wir haben was davon für jedes Abonnement. Das hilft unserem Kanal. Und ihr erfahrt es gleich aus erster Hand. Wenn ihr auf YouTube geht, seht ihr gleich angeboten, wenn wir ein neues Video draußen haben. Dann könnt ihr euch das gleich angucken. Also viel Spaß. Wir hatten ein tolles Abenteuer. Ich hoffe, euch gefällt die Musik, die wir dabei produziert haben. Pure Desmond plays James Bond Songs, geht in die finale Runde. Doodly-do-do-doodle-doodly-do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